hier ist euer Soul Cruiser und mit dabei haben wir den Martion. Hallo. So, und wir fahren hier ein richtig schönes Horizon-Finale mal für EP und so. Ja, ich habe mir den Bugatti Veyron Supersport geschnappt und der Mats, was fährt der Mats? Ich fahre den Porsche 918 Spyder, voll aufgetunt. Ja. Ja, ich glaube, wir haben beide Fahrzeugklasse X999, jo, sieht man ja hier auch. Ja, und dann würde ich sagen, knallen wir mal The Race. Wait. Voll Pin. Zieht der Bugatti am Start weg. Und da kommt der Porsche. Na toll. Was ist da los mit dem Porsche? Der ist mega geil. Der klingt. Und der liegt wie ein Brett, ne? Ja. Alter, ich stehe voll auf dem Pedal und die Kiste. Und nichts passiert. Ne, kommt wieder nicht zum Bremsen, ja, ja. Alter, was ist denn los hier? Ich weiß immer, wenn ich vom Gas gehe, den Turbo nur so. Geh mal in Cockpit. Ah, ich bin falsch gefahren. Das ist nämlich das, was ich meine. Cockpit und dann keine Linie an. Du weißt nie, wo du hin bist. Ja, das ist scheiße. Ja, ich habe da nie die Zeit, da hinzukommen, weil das ziemlich schnell ist und anstrengend. Ja. Bei Horizon auf im Cockpit sich die ganze Zeit auf Dingen zu gucken, wo du hinfährst. Richtig schwer ist das, wenn du ohne Ideallinie fährst und fährst ein Offroad-Rennen, da raffst du gar nichts mehr. Da musst du jedes Mal auf das Navi gucken. Bist du nur am Suchen, wa? Ja. Aber klar sieht das immer besser aus zum Zugucken, wenn da keine blöde Ideallinie im Weg ist, aber wirklich leichter macht einen das nicht. Da kommt der angepfiffen, Alter. Der Porsche. Ja, der hast du auf jeden Fall gut getuned. Oh Gott, was für eine Kurve, Junge. Bam. Ich hab's geschafft, diesmal keinen Baum zu... Oh, ich hab keinen Baum getroffen. Ich wohl. Da ist er doch. Der beschleunigt aber schnell, auch wenn er mal eben einen Baum getroffen hat. Kurz gebremst, bist du wieder da. Ja. Aber auch schon wieder 350 Euro. Ah! Wow, Leitplanke. Ja, ich auch, gerade. Oh, ich glaube, wir kommen gleich in den Stadtverkehr. Oh Gott. Ja. Man sieht, dass du normal der Racer bist. Und ich der Drifter. Sogar auf meinem Bugatti steht Drift drauf. Der Drift Bugatti. Alter, ja, Drift Gatti, ja. Alter, ich schaff's genau an der Mauer in so ein Garagentor, da wollte ich gerade sagen. In so ein Eingangstor rein zu sliden, ne? Erstmal hier Zerstörungswut. Ja, sicher. Weg mit dem Rummel. Diese blöde scharfe Kurve, oder? Ja, ich rutsche mal vorbei. Oh Gott! Erstmal, als Bremse benutzt. Ja, genau, sonst wäre ich noch einen Kilometer weiter weg. OMG. Erstmal gegen den Porsche geknallt. So. Bremspuffer. Der Bremspuffer. Alter. Ich habe mittlerweile hier Optical Damage einfach ausgemacht. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass das bei den Videos echt scheiße aussieht, wenn das Auto verkratzt ist. Und zum Zweiten, die Schäden sind halt wirklich nur
la la la. Das ist ja wirklich nur ein bisschen eingedirtscht, ein paar Kratzer. Und dann habe ich mir gedacht, dann kannst du auch besser sagen, ach komm, dann... Wow. Alter! Junge, was ja, machst du denn da, Alter? Erstmal einen Überschlag. Aber wie, ey? Ich dachte auch, was geht denn jetzt ab? Ich sehe nur den Porsche. Ja. So geht der Mats um hier mit geliehenen Fahrzeugen. Ja. Kenn ich mal einen. Ja. Wenn du mit deinem machst, dann sieht das aber anders aus. Ja. Da macht man einfach. Rollendes Ü-Ei, ey. Und wir müssen dir auch mal hier ein ordentliches Design auf dein Auto packen. Ja. Bin nicht so der Designer. Ich kann das. Ich nehme immer die fertigen Designs, die einer hochhält. Wir machen nämlich mal, wenn wir ein paar Videos machen oder so, dann. Weil geil ist eben, wenn ihr ein Design auf euer Auto knallt, sehen die anderen Leute das in ihrem Spiel auch. Und wenn sogar euer Drivatar bei irgendeinem mitfährt, fährt der Drivatar für euch Werbung. Und das ist halt einfach cool. Das habe ich letztens gesehen. Beim Durchgespielt, der im Stream Forza gezockt hat, kann ich auch mal unten verlinken, der hat dann da gestreamt und hat Forza gezockt und ja, da habe ich dann gesehen, dass ich da mitfahre mit meinem Drivatar und der hatte dann schön mein Auto mit Aufschrift hier YouTube, Zockusa, läuft. Mit Werbung. Ja. Schön Werbung am Fahren, so muss das sein. Werbung muss sein, von nix kommen sonst die Abonnenten. Alter. Wow! Alter, wo bin ich denn jetzt da hängen geblieben? Da war nichts. Gut, ich bin kurz einmal an die Bande geknallt, aber nicht wirklich fest. Ich dachte auch gerade, ich wäre erst an dem Kontrollpunkt vorbeigefahren, aber hat er genommen. Fahr ruhig dran vorbei. Und dann baue einen Unfall, Alter. Ich fahre gerade gegen alles. Jawohl! Ab durch den Tunnel. Ich komme wieder mit dem Bugatti hier gerade nicht aus dem Knick, ey. Das ist so. Seit langem, dass ich die Sperren anhabe bei einem Rennen. Also ungewohnt. Ja, ich sag, ich. In letzter Zeit war ich nicht mehr so am Racen. Ich habe jetzt sogar die letzten Events, die ich gefahren habe, also Rennen, ja, von der Meisterschaft, bin ich alle gefahren mit den kompletten Sperren aus. Und habe sogar die Rennen gedriftet quasi eigentlich. Okay. Doch, bist du jetzt auch. Oh Gott! Da wollte ich dir gerade sagen, da kommt ein Schlafen. Ja, diesmal kein Porsche, an dem ich. Ja, egal. Erstmal Punkte für einen großartigen Griff. 180. Sauberes Rennen, sagt er. Na toll. Ist doch kein sauberes Rennen, Junge. Ich bin nach dem Buktu geflogen. Kontrollpunkt verpasst. Ach, Scheiße. Da war doch nur ein Meter daneben. Egal, er setzt einen ja direkt davor. Damit er auch nicht nochmal dran vorbeifährt. Nein, du fährst ja nicht vorbei, du Lappen. So. Alter, weg mit die Schilder, was ist denn da los? Oh Gott! Hast du Taus geküsst? Ja, erst so eine Laterne oder was da weggepölt, ey. Komm jetzt. Oh Gott, das Schlangenlinien. Oh Gott, Alter, wie ein Flipper, der Bugatti. So. Hoppla, bumm. Warte mal, ja, die Straße. In unserem Car-Club ist auch noch jede Menge Platz, Leute. Also wer Bock hat und das Spiel hat, je mehr, desto besser. Jeder ist herzlich. Ja, Mann. Also dann kann man da mal schöne Sachen machen hier, die ganzen Race-Events und so. Du kannst ja auch noch mal deine Kumpels da zusammen trommeln, die da vielleicht mal mitmachen. Wow! Immer gern. Dann machen wir mal ein schönes Race mit allem Mann. Oh Gott, oh, ich bin links abgebogen! Aber da dürfte nichts aus. Doch, mach wohl was aus. Ich komm nicht rechts rüber. War ja klar, Alter. So, jetzt muss man eben. Ich muss mal eben drehen. Mal eben auf die Bahn. Ja, ich bin nicht die Ausfahrt runtergefahren. Ich bin drauf geblieben. Ich dachte, oh, das geht schon.
So, Kette, Bugatti, lass die Reifen dampfen. Da kommt gleich wieder eine scharfe Kurve. Ja, ich weiß. Seh dich. Bin da. Oh Gott, nicht an dem. Na toll. erstmal wieder Porsche Bremse. Der teure Bremse. Ja, für meinen Bugatti kriege ich zwei von deinen Porsche. Den Porsche, den du zum Beispiel fährst, das ist einer der Supercars, der am meisten, oder Hypercars, der am wenigsten Sprit frisst. Ist ja noch ein E-Hybrid, ne? Das ist so ein Hybrid, genau. Und ja, wie gesagt, er ist halt bekannt als sparsamster Racer. Also du tust mit dem richtig Gas geben noch was Gutes. Ja, richtig Gas geben, dann tust du bestimmt noch immer keinem was Gutes, außer dir selber. Und das vielleicht auch nicht. Den Geldbeutel merkt. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn du natürlich richtig Gas gibst, ist jeder, eigentlich sogar jedes Auto relativ teuer. Ja. Im Verhältnis zu, wenn du halt nicht voll Gas gibst. So, ich glaube, hier können wir jetzt mal, wenn die Autos nicht im Weg wären. Mann, hier kann man so richtig schön 400 fahren. Nein, ich ramme direkt ein Auto. Was ist denn da los, Alter? Ja, ich kriege schon wieder keine Top-Speed hier, weil da Autos im Weg standen. Egal, die Gerade ist sehr lang. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch mal 400 auf die Uhr. Ich habe jetzt am Ende 417 gehabt, bis ich gebremst habe. Nee, ich krieg keine 400 auf. Und dann direkt wieder ein Audi im Weg. Es nervt, der Verkehr nervt. Da steht der schwarze Flitze. Ab durch die Hecke, wollte ich sagen. Hecke. Alter, das kliert und scheppert, wenn man hier alles umfährt. So muss das sein. Alles ach, kaputt schön machen. Das ist ja auch gut. Gibt da Punkte. Bam! Erstmal die Parkbank weggeknallt hier. Ja. Wahrscheinlich hier rotes Auto. Ah, ne, doch nicht. Oh! Die bauen aber auch Kurven ein. Ich glaube, das ist eher so eine Strecke, dass wir da mal mit langsameren Autos fahren. Ne? Mit einem Rabbit oder so. So langsam jetzt nicht. Obwohl mein Rabbit ist nicht langsam, der schafft 300. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hatte ja auch diesen. Oh, den Dodge fertig gemacht und wenn du dann mit dem auf einer Geraden fährst, habe ich mich auch gewundert, hat der mal eben locker 300 fährt. Alter, bin ich ein Stier oder was? Ich fahr doch kein Ferrari. Ach, Ferrari. Kein Lambo, Alter. Alles, was rot ist, ramm ich. Jetzt kommt doch hier gleich die. Jetzt kommt die Fake-Kurve, Junge. Ah, puff. Haus. Festwand. Und nochmal die Tunnelwand. Ja, ich auch. Oh Gott! Und da geht er wieder quer. Oh, wir sind falsch gefahren. Aber beide, ne? Ja. Ich glaube, mein Bugatti ist schwerer. Der rutscht schon mal einen halben Kilometer weiter, ey. Das kann gut sein. Und du bist soweit auch mit dem DLC zufrieden, sagst du? Ja. Ich habe nur ein Auto, was mir nicht so gefällt, das ist der Porsche 959. Aber das kann vielleicht daran liegen, dass ich den. Ich habe den auch wieder voll aufgemotzt auf Allrad und irgendwie fährt der scheiße. Ja, gut, das ist normalerweise eine Heckschleuder. Ja. Allrad ist halt nicht immer schön. Und mein absoluter Favorit, den fahre ich gerade. Ja. Der Nico.
Der Sound der von Carrera GT finde ich halt richtig geil. Den habe ich noch gar nicht gefahren jetzt. Also Carrera GT ist V10 und der schreit halt richtig geil. Nice. Ja, Autos hier mit Sound, muss ich halt sagen, von den Autos, die ich habe, ist der Bugatti auch nicht mit unter meinen Favoriten. Der dröhnt einfach nur rum hier, mit keinem schönen Motorsound. Der ist einfach nur schnell. Dann eher vielleicht so ein Ferrari Italia Special, der hat einen geilen Sound. Oder halt dann so ein Supercharged-Fahrzeug. Die klingen dann doch schon anders. Das ist schon mal eine andere Liga. Ja. So, gucken wir jetzt gleich mal nach dem Race. Alter, weg Bock mit ihm. Aus, ja, genau, Alter. Hast du die markiert? Das ist ja auch Gegenfahr, oder was? Ey, markiert mit Laserpoint. Da gegenfahren mit. Nee, und nach dem Race gucke ich dann mal eben, wie viel Level-Ups hab. Dann machen wir nochmal eben kurz die Wheel-Spins hinten dran, weil Video ist eh schon lange. Dann kommt halt auf die paar Sekunden auch nicht mehr ein. So, komm schon. Wow. Da geht der fliegende schwarze Baum. Blitz und hat sich am Baum festgewickelt. Bäume. Hier ist das Haus, wo rechts der Agera normalerweise steht. Wow. Ah, scheiß Kurve. Viel zu weit gefahren. Schon wieder. Und ich fahre extra so langsam. Oh Gott. Schade, die Blitzer nicht gehen. Ich komme gerade so passend hier angeknallt. Und jetzt nochmal auf die Zielgerade Gas geben. Ja, Mann. Und schön durchgeknallt, Alter. 376. Ja, nice. Ja, also um die 17 Minuten braucht man hier so für so einen Race. Hier ordentlich Score. Gucken wir mal. So. Mein Porsche total demoliert. Ne, meiner, ne? Meiner ist nur dreckig, weil Dreck kannst du nicht ausschalten. So, gibt dann nochmal 47.000 E-Pesen. Und optisch, neuer Wheelspin. Dann gucken wir nochmal, dann spinnen wir nochmal. So, mal rein hier. Fortschritt. Wir können 9-mal spinnen, glaube ich. Oh, da hast du aber was gespart. Ja, Mann. So, gucken wir mal. Erster Spin. Und 82.500 Credits. Nice. Läuft bei dir. Ich konnte nur zweimal. Numero du. So, und wir gewinnen ein Nissan Datsun 15. So eine alte Möhre, aber scheißegal. Kann man bestimmt auch mal ihren Blödsinn mitmachen. So, Wheelspin Nummer 3. 13.2. Nochmal Wheelspin. Spin. 4,4, jetzt geht der Preis runter hier. Was ist denn da los? Je mehr du drehst, desto weniger wird's. Ich sehe dich da draußen noch rumrutschen. Hinter meinem Ding. 55.000, ist auch okay. Einen Lamborghini Diablo SV. Das finde ich zum Beispiel richtig cool. Der ist 100.000 wert. Läuft bei dir. Du rollst rückwärts. Ja, ich sehe das. Mir wird gleich schlecht. 16,5. Bremst dich. Alter, der fährt immer schneller rückwärts. Bremst mein Bild. Fahr da vor, Junge. Ein Renault 5 Turbo. Danke fürs Bremsen. Bitte. Jetzt habe ich in die andere Richtung geschoben. Ja, ich merke das. Voll am Himmel, am Rollen da. 3-3, das ist jetzt nicht so viel. Komm, nochmal.
Wohl ein paar Wheelspins über hier. Ein Dodge Charger SRT8, auch geil. So, können nochmal. Komm. 110.000 Credits. Ja, das war's mit den Wheelspins. Glückwunsch, du hast den Top-Bargeldpreis abgeräumt. Top-Bargeldpreis. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Gucken wir mal, da steht der Mats. Yeah. Ja, und hau da rein, bis zum nächsten Mal. Und dann sind wir raus, ne? Mats, sag mal tschüss, ja? Tschüss. Tschüssi.